Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Challenge Soul Link mit dem guten Blub. Soll ich kurz überlegen wieder? Ja, hallo. So, im Face-Tunnel, unterwegs, mit den Augen auf die Karte. Hier ist ja eine Wand. Ach hier so, kommt ein Trainer, genau, dann gehe ich da runter. Boah, das sieht mir wieder nach einem Pokémon-Fan aus. Boah, wow, 4 Pokémon hat der Typ. Bitte sag nur, du hast nur Gesteinszeug. Ja, du hast nur Gesteinszeug. Hallo Glumanda, wie geht es dir denn heute so? Bye bye, Gleinstein. Mir geht es fantastisch. Ah, sehr. Wow. Ey, dieser 1KP-Rest, ey. 27, nice. Möwi ist 27, perfekt. Mankey ist Level 18. Mankey holt auf. Aber wann entwickelt sich Mankey zu Rasa? Weißt du das? Nein, ich weiß es nicht. Ich würde aber vermuten Ende 20. Okay. Oder vielleicht so 24 bis 26. Ich weiß es halt gar nicht mehr. Mal gucken, wird sich zeigen. Rasaf. Du musst immer an die Folge denken, wie Ash damals aufs Maul gekriegt hat. Von dem Rasaf. Ich glaube, an die Folge erinnere ich mich sogar. Ash wird verprügelt, beste Folge. Ja, generell sind Folgen, wo Ash was passiert, eigentlich immer gut. Wow, okay, das ist also war jetzt ein bisschen mehr, also. Aber ich weiß, was du meinst. Gibt's eigentlich jemanden, der Ash wirklich mag? Stimmt, oder? Ich meine, hallo, sonst würden die ihn ja nicht permanent als Charakter pushen. Na gut, sie haben auch gerade keine große Wahl mehr. Ich glaube, wenn jetzt eine Edition rauskäme, oder eine Generation rauskäme, wo Ash nicht mehr der Hauptcharakter ist. Ich glaube, das wäre irgendwie creepy. Ich glaube, das können sie gar nicht mehr machen. Ich würde es gucken. Ja, ich auch. Ich und sehr viele andere würden es gucken. Ich auch, ja. Aber trotzdem, also es gibt bestimmt viele, die dann irgendwie auf die Barrikaden gehen. Quatsch. Na, nachdem sie so oft Ash immer wieder benutzt haben. Doch. Ja, aber sehr viele wünschen sich halt auch eine erwachsene Pokémon-Serie. Das ist wahr. Ich. So, jetzt renne ich hier runter. Bis ganz runter. Dann nach... drüber und dann das Item noch. Iso! Ich will abhauen. Darf ich abhauen? Bitte, lass mich gehen. Lass mich einfach gehen. Es kann nicht gehen. Dani? Ich greif an. Komm. Geh einfach. Oh, er hat's überlebt. Safeguard? Ja, Safeguard ist okay. Interessiert mich nicht. Schütze dich vor deinen Statuseffekten, ist mir egal. Bam und weg. Ciao, geh, danke. Du hast echt so ein kleines Iso-Trauma, kann das sein? Ja! Das erste Mal, dass ich ein Soul Link Challenge spiele und Iso war der Charakter, der meinen ersten Soul Link gehabt hat, sozusagen. Ja, da bin ich ein bisschen vorbelastet jetzt. Noch ein Iso! Noch ein Iso! Oh Gott! Da nie! Was soll ich denn machen? Das liegt doch nicht an mir! Ich kann wieder nicht abbauen! Ich hasse diese Teile! So, warte, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt oben links auf derselben Map oder wie? Nee, oben links auf der anderen, auf Rocktunnel 1. Ich nehme an, du hast dieselbe Seite wie ich. Doll, okay. Jetzt habe ich nicht geguckt, was hat das gemacht? Ich will es nicht wissen. Kann es eh nicht ändern. Okay, ist weg. Oh. Kämpfst du ja gegen beide oder gegen einen nur? Es gibt auf der Map 3. Ich kämpfe also gegen ganz zwei. Ehrlich, ich würde hier gerne so schnell wie möglich raus. Ich auch. Ich gehe runter, rechts, dann hast du einen Kampf und vor der Leiter nach oben hast du noch einen Kampf. Okay. Obwohl, nee, den Kampf kannst du sogar umgehen, aber ich hol mir erst das Item. Also ich werde den Kampf wahrscheinlich mitnehmen. Zwei Kämpfe werde ich machen von 3, die... So, Item ist... White Flute. Ach, der Humbug. So, jetzt gehe ich hier hoch. Jetzt kommt hier ein Trainer. Genau, jetzt gehe ich ganz hoch und dann passt das. Ich kämpfe erstmal gegen den Typen hier. Hi. 4 Pokémon hast du. Jawoll, ey. Er hat... 2 Pokémon. Eines davon ist ein Geodude. Da. Also wenn er jetzt 4 mal Kleinschall hat, ist alles easy. Ja, ich glaube hat er. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hat, aber ich glaube schon. Oh, der hat Georock. Was ist Georock, was ich gelesen habe? Ja, Georock. Hallo. Du bist cool. La 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 la. So, drittes Kleinstein.
aufpassen, Georg könnte explodieren. Nein, Georg ist schon weg, wo One-Hit. Wow. Wasser halt. Money, money. Gib mir das Money. Und jetzt bin ich eins tiefer. Und jetzt bin ich rausgekommen. Ein Mashop. Ich bin raus. Mann, ich will mal kleinen Stein. Okay, wir tauchen dann quasi in der Mitte auf bei der Leiter. Einfach nach links gehen. An der Wand entlang, weiter nach links bis hoch. Da ist noch ein Item, das möchte ich mir auch schnappen. Definitiv. Okay, jetzt einfach nur rüber. Oh. Schnäppke. Oh, Schnäppke, ich hätte echt gerne gefangen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Jetzt rüber an die Wand. Dann nach unten, dann an die Wand entlang, dann gibt's einen Kampf. Ich bin mal gerade paranoid und benutze einen Supertrank. Was hat das mit Paranoid zu tun? Ja, nicht, dass hier leider irgendwas passiert. Einfach nur so. Kann ich dem Kampf aus dem Weg gehen? Da ist der Kampf, genau. Nach der gehe ich dann hoch, hole das Item, gehe wieder an der Wand entlang runter, zwei Kämpfe und dann raus. Also so gut wie raus. Eine Tasche höher und dann kommen wir wahrscheinlich raus. Müssen wir eigentlich Story, also jetzt als nächstes in Lavandia irgendwas machen? Da war das mit dem Turm, ne? Wir können den Turm ja noch nicht wirklich machen. Wir könnten da höchstens den Rivalen quasi schon machen. Ansonsten können wir da noch nichts wirklich machen. Also müssen wir da eigentlich bloß nach links dann gehen, quasi. Also viele Kämpfer, die auf uns warten. Und neue Encounter. Ja, aber noch nicht im Lavandia-Turm. Nee. Links dafür auf der Route. Wir jetzt dieses Hilfscope, um das jo. Zu erkennen. Links auf der Route, aber da haben wir noch einige. Das ist korrekt. Quick Attack nützt nichts, Kollege. Die Möwe ist sehr stur. Ah, jetzt kommt ja auch Georg bei mir. Hi, bitte nicht explodieren. Ich habe ganz kurz Mewtwo gelesen. Was? Setzt Mewtwo ein, habe ich ganz kurz gelesen, aber das war Meowth, also... Alter, jetzt... Mauzi. Wow, ey. Ich hatte ganz kurz, Ja, nix, ey. Ich habe ganz kurz was... ist alles random? Shit. So, ja, kurz Angst gekriegt. Komm ich jetzt raus? Jetzt bin ich... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bist du jetzt raus? Komm. Du bist in der Mitte, bei der Leiter. Du musst einfach nur nach links jetzt gehen, an der Wand runter. Dann hast du noch das Item da oben und dann ganz links rüber. Bin ich jetzt wieder bei Walktunnel 2 oder ja, wo? Ja, ja. Du bist in der Mitte quasi bei der Leiter da. Ach, da bin ich. Das Item habe ich mir geschnappt. Ich habe ein Feuerstein gefunden. Ein Feuerstein. Jetzt nach links. Hier ist der nächste Trainer. Und dann hoch einfach. Genau. Okay. Hier ist eine Trainerin. Mhm. Danach musst du ganz nach oben, dann kriegst du das Item. Drei Pokémon, was hat er denn, ne? Ein Geodude. Hast du auch gegen den Typen vor der Leiter gekämpft, oder? Ja. Also direkt vor der Leiter. Also du meinst jetzt links der? Ganz links? Ja. Bei dem bin ich noch nicht. Ich bin noch bei dem Wanderer unten. Ach so. Okay. Man könnte den eigentlich skippen, aber ich denke mal, da dreht sich. Ich gehe mal davon aus, dass er sich dreht. Ah. Oh, gar kein Problem hier. Einfach durchschnetzeln. Ja, Wasser hier, gar kein Problem. Wasser vor der Wind. So. Perfekt. So, dann schaue ich mal, was ich hier für ein geiles Item hoffentlich bekomme. Das war das Level Cap 28, ne? Oder 29 rum. Irgendwie so, ich weiß es gerade echt. Gut, dann muss ich dann. Ich guck's mal nach der Folge nach oder so. Dann muss ich mein Pokémon im Stand wieder wechseln. Möwi ist jetzt auch 28. Und dabei teile ich die EXP schon die ganze Zeit. Ich habe einen Schutz gefunden. Yay. Okay, hier ist der Typ. Ich versuche mal den Typen noch zu skippen mit. Ein Smartborn will das auch immer noch. Ich will haben. Haben will.
bin ja ehrlich gesagt auch raus. Ich bin jetzt gleich bei dem Wanderer. Nein, er guckt genau zu mir, in dem Moment, wo ich glaube, ich latsche. Ach, ist das kurz. Ja, okay. Ich kämpfe jetzt gegen Wanderer. Na, ich kämpfe gegen den Typen, der da oben steht noch. Da ist wieder so ein Glurak-Fan. Oh nein, er hat... Okay. Was hat er denn? Bis jetzt ein Fleckmond. Lalalala. Noch ein Geodude. Konfusion kann das. Aber das ist kein Problem. So, noch eine kleine schwache Attacke hinterher. Das hat gekrittet, dein Ernst. Als zweites hat er... Na? Noch eins. Okay. Der Wanderer ist besiegt. Zweites Fleckmon ist auch besiegt. Was hat er jetzt, Lamus? Das wäre cool. Oh. Nee, noch ein. Ich bin einfach mal hochgerannt, er hat mich aber gesehen. Ja, bei mir auch. Los, Lampenlady! Konfusion. Rutsch ihn weg! Da werde ich meinem Movie erstmal einen Trank geben, glaube ich. Hat's verdient. Ist nur noch 24 HP, nur noch. Was? Wie? Von 82. Was machst du da? Was denn? Die machen mir alle keinen Schaden. Immer nur so 2-3 HP. Ach so, ja dann. Ah, trotzdem, es ist gefährlich. Nein. Bei mir ist der Typ jetzt auch besiegt. Ja, bei mir auch. So. So, jetzt müssen hoch. Wir aber mal langsam durch sein, jetzt, oder? Jetzt sind also. Wir durch. Jetzt müssten wir, ja. Jetzt geht's nur noch nach unten und dann links rüber und wieder nach unten. Wir können uns aber noch ein Item holen. Aber wir haben 3 Trainer jetzt auf dem Weg, den wir nicht ausweichen können. Auf geht's. Erster Kampf. Da sind wir jetzt, ne? Ganz rechts auf der Rocktunnel 1. Ja, da ist doch ein Item. Das möchte ich mir auch. Ja, definitiv. Also alle Items mitgenommen. Bis jetzt. Das ist schon mal ganz gut. Terrorfee nach vorne. Außer jetzt irgendwelche versteckten, aber... Ah, oh, da kommen wir diese Folge endlich hier raus, ey. Ja, Gott sei Dank. Immer so 1,5 Folgen in dem Tunnel zugebracht. Das geht ja. Ich werde das Pokémon jetzt vielleicht austauschen noch. Wie viel Schaden mache ich dir? Ja, das geht. Oh nein. Neben. Was denn? Schlafpuder. Bam, bam, bam. Okay, die erste ist weg. Oder habe ich noch ein Pokémon? Nee, ist weg. Da. Ich schlaf dann mal. Gute Nacht. Träum was Schönes. So, nächster Kampf. Oh, ich bin aufgewacht. Sehr gut. Dann hoch und hoch. Okay. Vier Pokémon hat die zweite. Okay. Oh, das könnte ungut werden. Level 25. Macht Schaden? Ein Pipi. Ich beiß mal drauf. Immer schön, wenn es schmeckt. Das könnte aber eigentlich auch mehr Schaden machen, wenn es nach mir geht. Nein, du machst nicht. Was ist das für eine Cancer-Trainerin? Schlafpuder, Gesang. Hallo. Kämpf doch mal. Menki 21, nice. Nee, muss es nicht erlernen. Boah, ich habe die erste jetzt auch mal besiegt. Ah, großartig.
So, was hat die zweite denn so zu bieten? Ein Taubsi und ein Radfratz bis jetzt. Ich setz mal Schaufler ein. Radfratz, das wird jetzt ungut für dich enden. Das will ich doch hoffen. One-Hit. Elchspur. Also, Terrorfee schlägt sich echt gut, muss ich sagen. Das sieht gut aus. Wenn es nicht irgend so ein Spaß wie Hyperzahn kommt. Nein. Ja, weißt du's? Das Radfratz hat ein gutes Level gehabt. Ich hoffe es nicht. Was kommt jetzt noch? Doch, ein Radfratz, ey. So, was ist denn ihr letztes Pokémon? Quick Attack mit Radfratz. Okay, gekrittet. Och, Bellsprout will ich mir verarschen, ey. Ist da. Giftpuder, natürlich. Sag mal, gibt es ja nicht irgendeinen Trainer, den ich nicht vergiften will? Meine machen das nicht mehr so oft jetzt. Manchmal haben wir das ganz oft gemacht. Bitte stirb. So. Danke. Der Wand entlang jetzt hoch. Okay. Voll, oh, ein Nebulak. Hallo Nebulak. Ich darf dich nicht mitnehmen. Ich habe einen Geist schon. Gut, wie sah das mit meinen Gegengiften aus? Habe ich da noch was? Nein, ist so. Mein letztes. Lass mich bitte abholen. Bitte, lass mich weggehen. Warte mal, der Lava-Cookie. Okay. Schaufler. So. Mein Item ist ein, ey, ohne Spaß, ein Sonnenstein. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Mond. Ach nee, doch, Mondstein habe ich ja auch schon, ey. Okay, jetzt muss ich auswechseln. Jetzt habe ich es gesehen. Wie geht's dem Isso? Hä? Wie geht's dem Isso? Es lebt leider. Ich hab Angst. Nein! Was? Du verarschst mich. Es hat diesen Scheiß bunt gemacht. Wenn es stirbt, sterb ich auch. Und ich kann nicht auswechseln. Dann warte, bis das vorbei ist, oder? Wie lange hält das? Wer ist vorne bei dir? Wer jetzt gerade kämpft? Ja. Quiekel. Ein Eis-Pokémon. Wieke ist verbunden mit Magbreed. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich pack schon mal Hariyama nach vorne, nur zur Sicherheit. Und geh ganz schnell in den Kampf. Ja, tu das, bitte. Quieklund, ja, das ist richtig. Hani, bitte, bitte. Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt nur irgendwie Doof-Attacken machen und hoffen, dass er mich in Ruhe lässt. Ja, dann du hast Hariyama ich ist weiß nicht, offiziell im Kampf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wieder aufhört. Ja, doch, oder? Muss ja. Ich glaube ja, nicht. Ich glaube, das ist ein Bund. Doch, ich glaube schon. Ich kann jetzt ein paar Mal. Aber ich weiß nicht wann. Okay, er ist nicht mal vom Safeguard gepusht. Ne? War das nicht vielleicht 5 Runden oder so? Ich weiß es nicht. Das ist nicht das, glaube ich. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist eine andere Attacke, die du meinst. Okay, gegen Taubsi würde ich ehrlich gesagt jetzt gerne gerade mal wechseln. Er macht schon wieder Destiny Bound. Hä? Er hat es schon zweimal gemacht. Soll ich gerade mal nachgucken oder so? Ja, guck mal bitte nach. Bitte. Okay, warte mal. Bitte. Destiny Bound. Das ist... Wie du umschwitzt bist. Ja, hallo? Wenn meins stirbt, stirbt auch deins.
Destiny Bound. Bis das hält noch 5 Runden, dann zähle ich jetzt mit, er hat es jetzt gerade gemacht. Warte mal, Destiny Bound Poco Abgangsgrund. So, ich gucke jetzt gerade live hier nach, wie Abgangsgrund funktioniert auf meinem zweiten Bildschirm. Wird der Anwender durch einen direkten Treffer eines gegnerischen Angriffs besiegt, nachdem er Abgangspunkt eingesetzt hat, verliert auch der gegnerische Pokémon, das ihn besiegt hat, seine gesamte KP. Also nur eine Runde. Moment. Der Effekt von Abgangspunkt wirkt so lange, bis der Anwender ein weiteres Mal am Zug ist. Dies kann sowohl das Aussetzen, ja, also nur die nächste Runde, so verstehe ich das hier. Okay, dann mache ich jetzt irgendeine Attacke und danach besiege ich's. Aber ich lege jetzt nicht meine Hand dafür, in 42. Ja, ich mache jetzt eine andere Attacke. So, eine, die auf mich selber gerichtet ist. Jetzt müsste die Attacke ja weg sein. Er macht's nochmal, Destiny Bound. Okay, also nochmal irgendeine andere Attacke. Nicht angreifen. Ich mach wieder was anderes. Okay. Er macht jetzt Konter ein, das ging nicht. Jetzt könnte ich's angreifen. Drück die Daumen, ich mach Tackle. Ja, ich drück die Daumen. Ja, hat geklappt. Oh. Schön. Alles gut. Alter. Alles gut. Und dieses Mistvieh, ey. Dieses elende, kleine Mistvieh. Das Item hol ich mir jetzt noch. Lachs-Inzens. Was ist ein Lachs-Inzens? Was ist das für ein Item? Was habe ich da gerade bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Feuerstein gekriegt. Nice. An item to be held by a Pokémon, its tricky aroma, sliding induces the foe's accuracy. Achso, das erhöht die Genauigkeit. Okay. Rüber, runter, rüber, Kampf, rüber, runter, raus. Perfekt. Gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Okay. Alter. Ja, hat gekrittet, okay. Hallo, Voltilam. Ich würde gerne hier raus. Oh, ich bin raus. Oh, Moment, es hat geklingelt. Ich muss ganz kurz. Sekunde. Alter. So, da bin ich auch wieder. Hi. Hi. Das ging daneben, toll. So, ciao, Tauboga. Okay, jetzt muss ich, ich wechsle aus. Hier steht noch ein Typ. Schau mal, was der so hat. Du bist schon raus aus der Höhle? Ja, ich kämpfe gerade gegen die Leute, die da vorstehen. Oh, du stehst immer welche. Natürlich, was denkst du denn? Denkst du, du kommst einfach so an der Wand hier, oder was? Na, hoffen kann man ja mal. Gekrittet, Taubsi ist weg, nice. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Auf der nächsten Route kann man nur einen Pokémon fangen, wenn man Zerschneider hat. Das ist jetzt doof, ne? Solltest du irgendwie mal deine ganzen Pokémon durchgucken, ob die das können, damit du deinen Encounter dir holen kannst. Ja, nicht in meinem Team. Wir müssen also mal was austauschen. Ja, das müssen wir dann mal kurz austauschen. Wir holen dann den Encounter und dann tauschen wir wieder zurück. Können wir ja machen, ist ja kein Problem. So. Wieso kann der nutzlos nicht Zerschneider? Ich meine, nutzlos ist so nutzlos. Das ist unglaublich. Das hat nutzlos so an sich. Ich muss mal ganz kurz einen Trank geben. Ist dort noch ein Typ? Ja, von dem kommen wir zur nächsten Seite ran. Oh, hier ist ein verstecktes Item oben rechts in der Ecke. Okay. Ich renne jetzt hoffentlich. White Powder? Okay. Ja, ich hab's geschafft. Hallo. Oben rechts in der Ecke. Hier. Ja. Firestone. Nice. Und Feuerstein. 2 Stück hab ich schon.
So, wie gehe ich jetzt nach Süden? Mit Kämpfe oder ohne Kämpfe erstmal? Kann man wieder hoch dann zur Not? Ja. Also weg, Kollege. Natürlich dann. Doch. Okay, man kann sie nur die Kämpfe nochmal. Ich gehe erstmal Pokémon heilen. Hallo Lavandia. Oh. Die Kirby-Musik. Sind aber alle recht easy, die Leute hier. Jo. Nein, ich will dich nochmal heilen. Entschuldigung, ich wollte dich nochmal anklicken. Ja, da will ich tatsächlich wechseln wollen. Oh, nein, möchte ich doch nicht. Die Musik klingt cool bei dem Typen. Ja, Fleckmon, easy going. Oh, das ist natürlich ungünstig. Jetzt könntest du vielleicht noch einen Angriff übernehmen. Ja, tust du auch. Sehr, sehr schön. Und weg. So, dann mach ich doch noch den letzten hier weg und dann bin ich auch in der Stadt. Hi. Ich brauche dein Geld, genau dein Geld. Wow. Ein Onyx, ja, das ist in Ordnung, nehme ich. Bitte verpacken und zu Hause schicken. Wow. Oh, so ein Onyx? Ja, Onyx wäre echt cool. Stell dir vor, du bekommst ein Paket und da ist ein Onyx drin. Oh, so ein mega cool. Riesiges, gigantisches Paket. Machst du auf, ziehst am Hebel, wird riesengroß. Pustet sich auf. Dann kannst du darauf reiten. Oh, wäre das cool. Mega geil, ey. Die das Stadt freut cool. sich dann sicherlich, weil sie die ganzen Straßen renovieren muss, aber... Ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht dein Problem. Eben. Ja, das ist das Problem der Stadt. Ich glaube, wenn wir wirklich in so einer Welt der Pokémon leben würden, dann wäre eh alles total mega chaotisch. Ja, da gäbe es dann dementsprechend schon Regeln und alles, also. Ja, aber trotzdem, ich meine, wenn du dir mal manche Einträge durchliest, ey. Ja, nach jeder Edition ändern sich die Einträge auch manchmal, also das ist schon. Ja, aber im Kern bleiben sie ja gleich eigentlich. Nee, das wollte ich nicht halt. Gut. Gibt es hier potenziell noch irgendein verstecktes Item außer das da oben? Ne, ich glaube nicht. Gut, dann bin ich jetzt auch in der Stadt. Erstmal ins Pokémon Center. Ah, heilen. Ist das herrlich. Ich will mir die Kämpfe aufheben hier oben vielleicht. Hallo. Ich habe noch zwei Kämpfe war da oben, habe ich mir jetzt aufgehoben. Gucken. So, ich muss mal gerade kurz an die Box gehen. Dann gehen wir gerade dahin. Nein, ich wollte. Okay, wer von euch könnte den Zerschneider erlernen? Müssen wir bloß sagen, welches ich kurz mitnehmen muss. Also ich habe jetzt gerade Schneckbach wieder rausgetan, um zu testen, wer Zerschneider kann. Lol, wir haben ja... Warte mal, mit wem ist Dodo verbunden? Dodo ist mit... Oh, Radfratz, sehr großartig. Ja. Ich teste mal gerade, ob Dodo Zerschneider lernen kann. Bestimmt, ja. Ah, scheiße, Bibor war natürlich auch immer mein Pokémon zum Schwächen, immer. Das ist natürlich... Es tut mir leid. Alles schwierig. Ich, es ist doch egal, Mensch. Komm, dreht ja um. Nein, Dodo kann nicht Zerschneider lernen. Gut, ciao Dodo, komm wieder auf die Box. Natürlich, geil. Nein. Oh, stimmt. Banky vielleicht. Banky. Du kannst so bestimmt zerschneiden, oder? Deinen geilen Krallen.
Komm, das ist ganz einfach hier, komm, blub. Nein, Mickey kann auch nicht zerschneidern, ich hab ein Problem. Hast du jetzt gar keins, was zerschneidern kann? Ja, ich dann bin gerade am durchprobieren. Wie können wir das zur Not machen? Wer könntest du noch können? Ich weiß es nicht. Was hast du denn eigentlich alles so? U-Bot vielleicht? Wer? Keine Ahnung, ey. Wer? U-Bot vielleicht? U-Bot? Ja, müsste es können. Nö. Ja. Könnte auch eigentlich auf Move Pokémon gehen. Das geht, glaube ich, schneller, oder? Nein. Party Pokémon. Nein! Alter. Das war dein Urteil. Ha, daneben, das war's für dich. Zack. Nope, kannst du vielleicht zerschneiden? Nope, wow, du bist schon so tief gesunken, jetzt, dass du Nope anguckst. Ja, was sagst du, ne? Das ist schon Ruhe, ne? Ich mach den letzten Kampf, dann kommt die Unistadt und dann können wir die Folge auch beenden, ne? Nope, kann nicht zerschneiden lernen. Ja, ne? Dann müssen wir erstmal weiter gucken nach neuen Encountern und dann müssen wir da zurückgehen, müssen wir uns das offen halten, quasi. Ich tue erstmal wieder Schneckmark rein. Ja. Ein Onyx. So, habe ich mich jetzt gehalten? Ich mach's einfach mal nochmal. Zack. Eine Leertaste, aber gut, wo kommen die gerade her? So, dann stehe ich mir mal fürs Pokémon hin und werde mir gerade mal ein paar Notizen machen, und zwar für den Turm, dass wir den später nicht vergessen. Mhm. So. Ja? Alles klar, alle Kämpfe abgehakt da oben. Hübsch. Ja, boah, wir haben es geschafft, ey. Ich bin so froh, dass wir da durch sind, ey. Ja, ich auch. So, ich hier kurz. Ja, wir können schon die Folge abmoderieren, wenn du magst. Ja, dann, es war mir eine Freude, eine Ehre. Ja, mir auch. Und mal schauen, wie es hier weitergeht bei der Pokémon Soulink Randomizer, was auch immer Challenge. Bis dann. Tschüss. Ciao.